Da waren rote Pilze, habe ich jetzt mal liegen lassen. What soll's? Und Eichen, ne? Nur weil ich hier schon war, heißt es nicht, dass ich nicht welche übersehen habe. Na gut. Hier bei den Lichtungen glaube ich nicht, dass ich welche übersehen habe, ehrlich gesagt. Aber gut, hier lang. Diesen Fleck haben wir dann auch. So und so. Perfekt. Und jetzt nochmal nach da. Ja, Ecktür, ne? Wie ist das eigentlich, wenn man sich ausloggt und wieder einloggt? Ist dann Ecktür refreshed? Nee, ne? Das würde sowieso nichts bringen. Weil selbst wenn Ecktür refreshed wäre, wäre ja der Ausgeruht-Buff weg. Also geht's ja gar nicht, macht's ja gar keinen Sinn. Stimmt, aber Ausgeruht-Buff kann ich doch gucken, wie spät es ist, theoretisch. Wir sind ja morgens pennen gegangen, das heißt, wenn es bei 5 Minuten ist, dann sollte ungefähr die Sonne untergehen, ne? Circa? So roundabout, oh oh. Ja, ja, ich gehe ja schon. So. So. Den mache ich mal eben platt. So. Mana Trank. Tschüss. 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 Oh, und eigentlich will ich nur deinen Loot. Ja, bis auf dein Trollleder, das Ganze behalten. Ja, komm, nehme ich auch mit. Kostet ja nix. Liegt ja nix. So, jetzt geht die Sonne unter. Na also. Ist einfach nur mein Zeitgefühl seltsam. Eigentlich ist es doch alles so, wie es soll. Keine Fleck. Doch, da ist ein Fleck. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Jetzt ist er weg, ne? Jo. Und dann gehen wir hier lang. Erkunden noch eben das Stück Wäldchen hier zu Ende. Und sobald wir dann am Norden, nördlichsten Punkt dann wieder angekommen sind, baue ich ein Portal. So. Ich gucke lieber nochmal nach. Aber sieht gut aus. Die spielen mit mir erstmal Tennis. Zumindest haben sie es versucht. Okay, aber ich meine, ich sehe auch aus wie ein Ball mit meiner Energiekugel, ne? Da verstehe ich das dann schon. Ich meine, denen ist ja auch bestimmt langweilig hier im Wald. Irgendwie müssen sie sich ja ein Hobby suchen, oder? Ich meine, ein Skelett ist ja auch nur ein Mensch. So, und wir haben hier noch eine Blueberry. Ach, kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Ja, ich glaube, es wird allmählich dringend Zeit, dass wir zurückgehen. Warte mal, ist das alles Düsterwald? Ja, ne? Shit. Na gut. Dann bauen wir uns hier halt ein Portal. Hier auf diesem Stein, wa? So, und... Ja, Leute, verzieht euch. So. Bam! Okay, das war gerade richtig satisfying. So, kann ich den Loot hier noch mitnehmen? Jo. Perfekt. Ach, die Brechbären nicht. Ja, die brauche ich auch nicht. Und wir gehen hindurch. Und direkt die Nachtmusik. Na, wenn das mal nicht perfektes Timing ist. So, runter mit dem ganzen Klumpatsch. Das mache ich mal so hin. Und dann schmeißen wir uns ganz schnell ins Bett. Sind auch noch 3 Minuten gut ausgeruht. Diesen brutzelnden Feuer. So schön warm und sicher. Nichts kann uns hier passieren. Wunderbar. Und gute Nacht. Guten Morgen. Und wir gehen direkt wieder los. Weil da sind wir ja gerade richtig in dem Flow. Oh, und wir schmeißen uns erstmal alle den Wanst. Müssen wir ja. Und wir gehen durchs Rise Portal. Portal weg. Workbench weg. Und kurz auf der Karte nachgeschaut, um einen Überblick zu bekommen. Oh, so viel ist ja gar nicht mehr. Hä, dann schaffen wir das ja heute noch. Das hier unten ist nicht connected. Nö. Ja,
nur noch dieses Gebiet hier. Oh, hier ist der Sumpf, stimmt. Da müssen wir gleich wieder ein paar Minen abklappern, ne? Na gut, ich gehe erstmal nach hier. Und mach so zickzackmäßig schon mal ein großzügiges Stück dieses Waldes hier weg. So. Schön mitten rein. So ungefähr. Und danach da. Oh. Eine Rune. Und da ist wieder ein schickes Fass da vorne. Achso, ja. Weil unsere Main Base. Ach, da ist der Boss. Das ist ja gut zu wissen. Alles klar. Ja, ja. Tschüss. Gold. Und aufgemacht. Jungs. So. Ruhe im Karton. Und hier lang. So, hier haben wir unerkundetes Grasland. Hier könnten wieder Eichen sein. Schön umgucken. Nee, nischt. Bienen? Nö. Doch, da drin! Ja! Perfekto! Das ist übelst übertreiben. Huch! Was ist denn hier passiert? Oh, okay, das tut mir wirklich leid. Eigentlich Denkmalschutz, ne? Ja, nächstes Mal nehme ich den Froststab vielleicht. Der richtet nicht so viel Damage an. Aber gut. Da war eine Eiche. Und da ist eine Eiche. Perfekt. Warte. So. Und bitte gib mir nicht null. Es sind nicht null. Es sind zwei. Naja, gut. Halt! Der wird hier runterrollen, deswegen stelle ich mich mal hier hin. Oh, er rollt in die andere Richtung. Gut. So. Gewichtmäßig ist doch easy. Platzmäßig. Ja, das Edelholz könnte gleich knapp werden, aber ich glaube nicht, dass wir mehr als 20 bekommen. Nee, 47 haben wir noch. Sehr gut. Also drei könnten wir sogar noch mitnehmen. Ach ja, den da gibt es ja auch noch. Stimmt. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich zurückgehen, ne? Oder ich lasse was anderes hier, die Federn. Das brauche ich auch nicht. Das und das, würde ich sagen. So, die Himbeeren, bevor sie zerstört werden. Du stirbst! Schon wieder einen auf den Nacken. Oh Mann. Ja, ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie er zwei Steine geschmissen hat, aber das waren zwei ineinander. Grauzwerge Centipede. Zur Hölle. Haben sich die Entwickler denn dabei gedacht? So, Eicheln. Nice. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Nochmal zwei. Und hier hin. So. Eigentlich sollte ich mir echt mal angewöhnen, für diese Wandersachen den anderen Ausdauertrank mitzunehmen. Oder? Fürs Holzhacken, fürs Laufen, für so viele Dinge ist das eigentlich praktisch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet. Oder ob ich bei dem Nottrank hier bleiben soll, der uns einen Boost gibt. Eigentlich weiß ich echt nicht, welche von den beiden Tränken besser sind. Welcher von den beiden Tränken besser ist. Was ist denn los? Keine Ahnung, ich bin schon wieder irgendwie wuselig im Mund. Dabei zocke ich noch gar nicht lang. So, so. Und hier. Und sind hier noch irgendwo Oaks? Nö. Halt!
Bitte nicht. Oh. Verdammt. Da habe ich einen Fleck übersehen. Da, den hole ich, wenn wir hier unten sind. Ich gehe jetzt erstmal hier oben lang. Da muss ich tatsächlich mal drauf achten. Ist natürlich allerdings auch schwer darauf zu achten, wenn hier gerade so viele Wolken rüberfliegen, ne? Die verwischen das ja doch schon arg, muss man sagen. So, Moment mal, wir sind jetzt hier. Ich würde jetzt tatsächlich so gehen. So. Und dann begeben wir uns, glaube ich, gleich ins Sumpfbiom. Erstmal kommt wieder Wald. Dann Sumpf. Und da drin war mindestens eine Eisenmine. Und da sollen bitte nochmal 8 sein, so wie das letzte Mal. Das war richtig geil. In einer einzigen Mine 8 Ketten. So soll das immer sein. Dann hätten wir einfach nach 10 Ketten mehr als genug. Können wir schon direkt nach 10... nach 10 Minen, meine ich. Nach 10 Minen können wir einfach easy Ketten von 2 Farben streichen. Oder einen Stern, ne? Versuche ich mal zu outrunnen, wenn es geht. Jo, geht. Sehr gut. Da ist ein Turm, da ist aber bestimmt nichts drauf. Keine Kiste oder so. Da war bisher noch nie eine Kiste. Und Aiktür soll mal bitte wieder aktiv werden. Das würde mich freuen. Ich gehe mal ein Stück weiter nach unten, ne? Obwohl ich dann wieder Sorge habe, dass wir wieder eine Lücke lassen. Ja, so geht aber. So. Ich habe den Eintrank, aber ich will ihn lieber für den Notfall behalten. Oder ist das schon wieder zu greedy? Eigentlich nicht, oder? Ist ja das Gegenteil von greedy. Greedy ist ihn jetzt zu benutzen. So, ihn nicht zu benutzen ist ja sicher. Oder? Safe is safe. Safe is Seafood. Blueberry kann ich nicht mitnehmen. Gut. Ja, Wald. Das ist wirklich unspektakulär. Aber schöne Musik. Und schönes Licht mit dem Orange und Blau. Oder? Oder? Habe ich bestimmt noch nie gesagt, dass ich das geil finde. So, hier ist auch nichts. Da ist eine olle Ruine mit nichts. Oder sind hier vielleicht wenigstens ein paar Kisten? Ja, in den Stein gebaut. Gut. Tschüss. Wollen wir dann zuerst den Sumpf abklappern, damit wir ihn hinter uns haben und dieses Mal nass werden, dann wieder trocken und so, möchte ich gerne verhindern. Das ist ja das, weswegen ich gerne biommäßig das alles abklapper, damit wir immer sozusagen unseren Sicherheitsstandard anpassen können. Zum Beispiel, wenn wir in den Ebenen unterwegs sind, dass wir dann da auch erstmal bleiben und so, ne? Und ich glaube, ich würde jetzt erstmal in den Sumpf gehen. Der geht ja scheinbar so und so. Obwohl, wir müssen auch noch nach da unten, ne? Ich laufe jetzt erstmal hier lang. So und so. Oh! Ihr Mistviecher, Alter. Oh, ich habe gar keinen Platz im Inventar. Steine weg. 3 Steine. Und soll ich kurz ein Portal bauen, weil wir überladen sind? Weil gleich kommt eine Monstrosität oder so und dann muss ich sowieso ein Portal bauen. Kann ich dann ja immer noch. Jetzt mache ich mir so einen Stress. So. Und ich gehe mal ein Stück nach da so. Damit wir mehr erkunden. Und ich mache außerdem mein Energieschild an. Damit nicht gleich ein 2-Sterne-Hässlicher mich im Wasser angreift, weil ich ihn übersehen habe. Und da sind wir instant down. Weil nochmal sterben, ne? Nach der letzten Aufnahme. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal wieder mit sterben. Zumindest habe ich das nicht geplant.
wäre irgendwie absurd, das zu planen. Obwohl, letztes Mal haben wir ja auch schon festgestellt, dass man am Kartenrand stirbt. Oh, es ist dann ja kein sinnloser Tod. Ja doch, genau genommen ist der Tod trotzdem sinnlos. Du weißt ja, dass du sterben wirst. Also was bringt dir das? Nix. Nämlich. So. Ah. Hier ist der Sumpf vorbei. Hier geht der Sumpf über in Gebirge. Das heißt, es ist nochmal ein Subbiom im Biom. Sozusagen. Interesting. Aber war hier nicht noch irgendwo eine Eisenmine? Ach ja, da, auf der Seite. Gut. So. Dann sind wir hier aus dem Sumpf raus. Ich mache eine Tür an. So. Und klapper hier auch noch den restlichen Wald ab. Dann haben wir das endlich hinter uns. Einmal nach Süden gerannt. So. Bis zur letzten Spitze. Und dann gehen wir nämlich auch gleich noch zu den beiden Flecken. Dann haben wir nämlich den kompletten südlichen Teil hinter uns. Halt. Das hier ist nicht unerkundet. Das sieht nur so aus. Hm. Gut. Hauptsache es ist erkundet. Das ist das Wichtigste. Naja, gut. Die lasse ich mal getrost auf mich ballern. Sollen sie. Wenn es sie glücklich macht. Weil wir auch glücklich machen, das sind einfach Untote. Sagt der eine, sagt das eine Skelett zum anderen so, ach, haben wir nicht ein schönes Leben? 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 Was ist das? Oh Mann. Ja, im Prinzip. Na wohl, man kann einer KI auch sowas ähnliches wie eine Empfindung geben. Warum dann nicht einem magischen Wesen, oder? Du kannst ja die Empfindung visualisiert zaubern. Es fühlt zwar nicht wirklich was, aber es ist simuliert gezaubert, dass es fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ist ja sogar theoretisch in Anführungsstrichen noch einfacher als bei KIs. Weil mit Magie kannst du ja immer easy erklären. Theoretisch, ne? Hm. Hat ein Skelett einen eigenen Willen? Zum Beispiel, wenn ich an Herr der Ringe denke. Diese Untoten da, diese Geister, die Geisterarmee, die haben ja auch einen eigenen Willen, theoretisch, ne? Aber ich glaube, das ist ja ein bisschen wie eine Seele. Wie eine unruhige Seele, ne, sozusagen. Was man ja auch nachsagt, wo Menschen, wenn sie verstorben sind, zu Unrecht oder bla bla, dann bleibt ihre Seele, weil bleibt noch auf der Erde, weil da noch ist irgendwie was zu tun. Auf der Welt der, in der Welt der Sterblichen oder keine Ahnung. So, Eiche. Aber da halte ich nichts von. Ich glaube, wenn wir gestorben sind, dann ist eigentlich ganz einfach, was mit uns passiert. Erinnere dich daran zurück. Du jetzt, der gerade zuhört, erinnere dich daran zurück. Wie war es, bevor du geboren warst? Erinnerst du dich? Was war, bevor du geboren warst? Nee, erinnerst du dich nicht? So ist es, wenn du tot bist. Nicht da halt. Ganz einfach. Hm. Ja, zwei Honig lasse ich hier. Hä? Ah, wegen Gewicht überladen. Gut. Ja, dann müssen wir kurz zurück und schmeißen alles ins Lootloch. So. Und so. Oh, ich habe die Augen weggeworfen. Das ist jetzt aber ungünstig. Ja, das ist sogar sehr ungünstig. Könnt ihr mal bitte aufhören? Dankeschön. Warte mal. Vier Augen. Da muss ich ja jetzt neue Augen holen. Ich schmeiß mal hier einen Stack von dem normalen Holz weg und nehme lieber das Edelholz mit. So. Honig habe ich weggeworfen, das brauchen wir auch nicht. Ja, dann... Komm. Ich erkunde jetzt eben die beiden Flecken da zu Ende. Hoffe, dass wir keine Eiche finden.
Das wäre jetzt ärgerlich. Warte mal. Nee, ich dachte gerade, da wäre tatsächlich einer, aber nö. Und dann muss ich eben gleich ein paar Augen farmen. Wir sind ja da direkt beim Düsterwald. Da gibt's die ja, Gott sei Dank. Finde ich ein bisschen schade, dass die Gräulinge die nicht auch droppen, sondern nur die Grauzwerge. Dann könnten wir nämlich... Nein! Eine Eiche. Noch eine Eiche. Hä, habe ich die übersehen, als ich hier lang gegangen bin? Was finde ich denn für einen Blindfisch? Hm. Ja, was mache ich denn jetzt? Theoretisch, ich kann Holz liegen lassen, ganz einfach. Ja, ich lasse Holz liegen. Davon haben wir so viel. Und wenn wir welches brauchen, dann kann ich ganz easy Neues besorgen. Also, was mache ich mir hier so einen Kopf? So, Eicheln. 6 Stück. Da würde ich mal sagen, moin. Moin, moin, Eicheln. Moin, moin. So begrüßen auch. Was soll denn das? So, her mit dem Edelholz. So. Er hat schon wieder nur zugeguckt, ne? Oh Mann, die Gräulinge tun mir irgendwie ein bisschen leid. Hab überhaupt nichts gemacht. So. Ah, da ist noch mehr Edelholz. Bitte nicht nass werden. Ach, das ist das normale Holz, ich narr. Gut. Hm, haben wir hier sonst noch Eichen? Nee. Und stopp. Stopp, 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 stopp. Ich gehe jetzt erstmal hier hinten erkunden. Hier fehlt nämlich bei der Landzunge noch da ein kleiner Klecks. So. Den haben wir. Und dann nochmal kurz nach da, weil hier ist das Land ebenfalls direkt an die Küste. Das möchte ich nicht. Tut mir leid, dass ich da so pingelig bin, aber ich habe sonst die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Das kann ich nicht haben. Dorn im Auge tun weh. Wisst ihr das denn nicht? Hattet ihr da schon mal ein Dorn im Auge? Interessanterweise hatte meine Schwester das mal wirklich. Wir haben so einen Busch abgerissen. Und da war auch eine Brombeere bei. Und ey, die Arme, ne? Die hat dann dran gezerrt. Und es ist der Ast, der Zweig genau ungünstig rausgesprungen. Also da konnte sie nichts führen, ne? Das war jetzt nicht irgendwie, weil sie so blöd ist. Sondern wirklich, das war wirklich Unglück. Und dann ist der Dorn genau in ihr Auge rein. Alter. Ehrlich. Oh Mann. Und dann war, ja, natürlich sofort zum Arzt und so. Und dann hat der Arzt gesagt, machen Sie sich keine Sorgen. Gott sei Dank, es ist zwar Ihr Auge, ja, aber Augen sind Sinnesorgane und Sinnesorgane heilen extrem schnell. Ne? Das heißt, Sie haben zwar jetzt sehr große Schmerzen, aber innerhalb von ein paar Tagen wird das Auge wahrscheinlich heilen. Es ist nichts ernsthaft verletzt worden, ne? Nur ein bisschen vorne so wie heißt sie denn? Verdammt, wie hieß die denn nochmal? Ich kannte das alles mal auswendig in Bio. Die oberste Schicht der Haut halt. Also da, wenn du dir mitten auf die Pupille greifen würdest, das, was du berührst, diese Hautschicht. Und ja, und tatsächlich hat sie da gelegen nachts und dann hat die Katze das mitgekriegt, dass sie wohl eine Wunde hat und hat auch eine gute Bindung zu meiner Schwester gehabt und deswegen wollte sie helfen und hat dann mitten in der Nacht da über das Auge drüber geleckt. Aua, hat meine Schwester erzählt, das hat so brutal geschmerzt. Das kann ich mir richtig vorstellen, wenn da so eine raue Katzenzunge über so ein... Vor allem Dorn im Auge. Es ist ja nur ein Sprichwort, aber bei ihr war es wirklich so... Oh Mann, die Arme, ey, die hat mir so leid getan. Wie grausam. Ein Dorn im Auge. So... Ich meine, das Sprichwort klingt schon brutal. Aber die Realität, ey, boah. Naja, gut. Hm, warte mal. Ja, ich kann das Holz leider nicht hier lassen, ne? Ich könnte was anderes hier lassen. Hm, die Federn. Oh, ups. Dann schmeiße ich den weg. Nehme das auf. Habe ich 10 Holz? Jo. Gut. Huch. Ah, da ist er doch. Achso, das ist der Fuffi-Stack. Den lasse ich da liegen.
Und hier nehme ich noch das mit.